So. Wie ist deine neue Gießkanne? Noch nicht probiert. Sekunde. Bei der Gießkanne weißt du, dass du die gebraucht hast. Warte, hast du Bohnen abgebaut? Ja. Oh, gib mir eine. Die ist ganz wichtig. Die Bohnen, kann man die nicht auch... Kriegst du eine mit Sternchen. Oh, dankeschön. Aber ich muss die nur abgeben. Das ist besser, eine ohne Stern zu nehmen. Ja, meine Güte, die paar Gs. Ach, geil. Weißt du, sonst so scharf auf Geld, aber da die paar Gs. Bei Gary. Was? Alles gut. Hey, jetzt kann ich drei Dinge auf einmal gießen. Ja, dann viel Spaß. Jetzt hast du den Gießdienst. Was? Du willst ja auch noch leveln. Ja. Stimmt. Wir können mal überlegen, ob wir im Sommer das Feld anders organisieren. Wäre eine Idee. Und ich möchte eure Meinung, wo wir den Hühnerstall platzieren. Ich bin ja schon dafür, dass die Hühner auch frei rumlaufen dürfen. Ja. Also ich bin dafür, dass der dahin kommt, wo Jannis Haus jetzt steht. Ja, finde ich auch okay schon. Eigentlich. Und Jannis Haus können wir halt wirklich irgendwo mitten im Wald platzieren. Vor allem mit dieser Steinhütte, das passt eigentlich. Sollen wir Hühner frei laufen lassen auf dem Hof oder so eingezäunt? Ich finde eingezäunt ja auch immer ganz süß. Ja, eingezäunt würde ich schon eher sagen. Ja. Ja. Denn, ja. Ich meine, Freilandhaltung in allen Ehren, aber, ne? Ist ja im Prinzip Freiland. Ich finde es süß, wenn die so zusammen sind und nicht überall verteilt. Ja. Vor allem, stellt dir mal vor, die Hühner kacken uns überall hin, vor allem aufs Feld. Aufs Feld ist nicht. Das ist toxisch für die Pflanzen, glaube ich. Hühnerkot? Ich glaube, der ist sauer. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Na, ich glaube auch. Also, ist halt Kloake, ne? Also, das ist nichts Schönes. Ich glaube, das ist sauer und Pflanzen mögen ja, glaube ich, eher alkalisch. Nee, es kommt drauf an, was für Pflanzen. Ja. Stimmt. Außerdem, Regenwasser ist immer sauer. Stimmt auch, ja. Wie viele Kupferbahnen braucht es eigentlich für eine Gießkanne? 5. Scheiße. Moment, ich hab vorne in der Höhle habe ich noch ein bisschen Kupfer gesammelt. Es muss zwar noch eingeschmolzen werden, aber... Und 2 habe ich noch im Inventar. Soll ich mal so ein Einmach-Dingens machen? Mist. Wie teuer sind die? Holstein-Kohle, ne? Ja. Würde ich vielleicht warten, bis wir mehr Kohle haben. Obwohl, wie viel Kohle haben wir? 39 haben wir. Ja gut, mach mal 2, 3 vielleicht. Dazu brauche ich die ganzen Steine. Habt ihr noch... Achso, Stein haben wir alle weg, sorry. Also einen Stein brauche ich noch, dann kann ich das Ding craften. Steine sind tatsächlich alle weg. Die haben wir für den Hühnerstall ausgegeben. Ja, 39 habe ich gerade im Inventar. Ja. Oh, wir haben einen Brief von Robin bekommen. Wenn wir ihr... Was war das? Robin ist hier auf dem Hof. Warum schreibt ihr uns einen Brief? Keine Ahnung. Aber wenn wir ihr eine bestimmte Anzahl an hier Steinen und 1000 Gold bringen, dann gibt sie uns... Einen Brunnen. Einen Brunnen. Genau. Yay. Ja, den brauchen wir ja nicht. Hurra! Wo soll ich denn das Einmachglas hinstellen? Das kann man ja umplatzieren. Mach erstmal hier auf dem Weg, keine Ahnung. Genau. Wollt ihr da erstmal irgendwas drin von den Bohnen vercraften? Ich weiß nicht, hat Gary noch Bohnen? Ich hab noch Bohnen, ja. Dann tu mal eine ins Einmachglas. Okay. Einmachfass. Ach was, da kann man auch was machen? Ja. Das wird zu Marmelade oder eingemacht. Halt. Zu so Mixed Pickles, sowas. Pickles sind Gurken. Gurken. Weiß, aber ich glaube, die Bohnen werden auch dazu. Ich glaube, die werden einfach nur zu eingemachten Bohnen. Oder so. Es gibt also eingemacht und Marmelade. Vergesst nicht, eure Narzisse bei Pierre abzugeben, ne? Jo. Ach stimmt, das würde ich auch noch tun. Ja, na. Ich gebe doch eben die Bohne ab. Nazi-Isse, was? Bündel komplett. 20 Geschwindwachs. Ich hab jetzt... ich hab das Kupfer vergessen. Und wir kriegen den Tresor. Oder? Ich hab noch einen Kupferbahn. Nee, wir kriegen das Gemeindebrett.
Dreilinge im. Okay. Wie viel Kupfer brauchst du noch? Ich glaube, Dreilinge im Inventar und den einen hast du, also brauche ich noch einen. Achso. Das schwarze Brett ist richtig hart zu füllen. Wie? Meinst du? Na, die Sachen, die gefordert werden, die sind halt schon spezieller. Ja. Ah, dafür kriegst du 2 Herzen bei jedem. Okay. So, jetzt muss ich noch diese scheiß Narzisse holen. Wurde eigentlich schon die Höhlenkarotte abgegeben? Ja, wurde schon. Ja. Okay. Du kannst alles, wenn du auf E drückst, auf diesen kleinen Baum rechts klicken. Ja. Dann kannst du dir das angucken. Da musst du nicht immer hinlaufen. So, dann braucht's. Ich dachte, das wird noch benötigt. Ich find's aber geil, wenn die Sprites stehen bleiben. Und man hier so moonwalkt oder so. Genau. Ich mock mich mal wieder ans Engling. Wer hat jetzt nochmal Geburtstag? Pierre, der Händler. Ach, der Händler, genau. Dann geben wir ihm mal eine Nachtsisse. Nein! Ich habe sie Harvey gegeben. Harvey, okay. Wir haben noch einen im Inventar. Danke, ich hätte es auch fast Harvey gegeben. Ja. Er ist der Händlertyp, nicht der Arzt. Scheiße. Ja, aber die sehen relativ gleich aus tatsächlich. Ich habe jetzt ein Herz bei Pierre. Okay, ich laufe nochmal zum Lager. Das heißt, es war kein Super-Duper-Geschenk. An Geburtstagen so ein richtig Super-Duper-Geschenk macht eigentlich 3 Herzen. Das ist kein super-duper Geschenk, es ist halt nur ein Geschenk. Ja. Also er mag's. Ich glaube, er hat's gern. Nee, er hat gesagt, er liebt es. Also alles für dich. Narzisse? Genau, er liebt es, aber er ist nicht so excited darüber. Das ist nicht das Maximum. Aber es war das nächstbeste, was ich gefunden habe. Wir haben keine Narzisse mehr. Guck mal in meiner roten Truhe. In deiner roten? Ja. Deine. In seiner. Oh, dankeschön. Yay. Das ist ja lieb von dir. Den Kupferbahn. Ich geh noch ein bisschen in die Mine. So ist Jux. Jo. Ja, ich bin ein bisschen angeln. Ich hab mal den Kupferbahn abgegeben. Also in das Lager. In die Kiste. Wie viel hast du? Einen. Okay. Fragezeichen. Dann braucht's noch einen, dann kann ich mir auch mal ein neues Item craften. Yay! Hier ist kein Gegner, aber extrem viele Steine. Wo ist der Typ jetzt hin? Pierre? Ein rostiger Löffel! Oh. Was? Ja, hatten wir sogar noch nicht. Sehr geehrter Pierre. Ach, Angeln ist so schön. Ich glaube, wenn ich selber spiele, war ich noch nie so weit im Angeln. Beziehungsweise habe noch nie so viel geangelt. Wirklich, ich hatte Level 9 beim letzten Mal. Okay. Ich habe hier gerade einen Brief gefunden von diesem Joja-Mart. Ach du Scheiße, sind die böse. Ja, die sind nicht nett. Nö. Es tut uns wirklich leid, dass wir in ihrem Dorf expandieren müssen, aber wenn sie wollen, können sie bei uns arbeiten für 5 Gold die Stunde. Oder 5 G. Habe ich mir auch gedacht. Ja, toll. 5 G die Stunde. Dafür stehe ich nicht mal auf. Nee. Das ist ja, da verdienen wir mit Hofarbeit ja mehr. Ja, richtig. Warum gibt's hier keine Treppe? Da. Oh, es wird zu langsam Nacht. Ja, ich nehme jetzt nur noch einen Fisch aus dem Wasser und dann gehe ich auch nach Hause.
Ja, ich war auch nicht mehr so lange in der Mine. Ich gehe auch nochmal an. Eine Rare Disc gefunden. Oh, eine Omni-Geode. Eine was? Eine Omni-Geode. Das sind die besten Geoden. Omni-Geode. Es klingt besser, wenn Kampfi das macht. Geode. Weil er dafür die Stimme hat. Ach echt? Ja. Interessant. Ich habe eben eine Brasse aus dem Wasser geholt. Oh, könnte ich die haben? Ja. Ich habe das Mother Catch Achievement bekommen, was auch immer das ist. Massiver Fang. Wo sehe ich meine Achievements? Ja, Skills. Warte, wo bist du, Gary? Ich bin beim Haus vom Bürgermeister und beim Schmied da dazwischen. Okay, ich komme. Wo sehe ich denn meine Achievements? Ach, da unten. Fisherman. Mother Catch 100 Fisch. Oh Gott, wie ich das hasse. Hier spielt einer irgendein FPS VR und da kriege ich immer drei Einblendungen. Dings spielt VR, Dings spielt das, Dings spielt Steam VR. Immer drei Einblendungen hintereinander und das immer und immer wieder. Wo bist du, Gary? Hier beim Schmied und zwischen hier beim Fluss da. Ach, du jetzt auf der Brücke. Oh, ich sehe dich. Hallo. Du brauchst den Fisch? Ja, die Brasse. Ja. Dankeschön. Ja, bitte. Ich hab so einen Auftrag angenommen und hatte keine Zeit zum Angeln. Ach so. Ja, immer auf uns abwälzen, wa? Vor der Sack. Der nicht dünkt. Wurde der Amethyst eigentlich schon in der... Ach nee, die hat ja zu. Ja. Und dafür haben wir 135 G bekommen. Und ein Herz in Berlin. Hier, Pia. So, ich geh da mal schlafen, ich hab keine Energie mehr. Robin ist aber noch immer arbeitend. Robin arbeitet Tag und Nacht. Hast du mir echt den Amethyst mitten in den Weg gestellt? Nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe ihn in deine Wohnung zurückgestellt. Ja. Was für ein Arsch. Also morgen wird ein sonniger Tag und... ja, die Spirits sind uns wohlgesonnen. Warum? Ich habe meinen Fernseher geklaut. Gar nicht wahr. Ich hab den Fernseher nicht. Das ist mein Gag. Ich wollte sagen, warum habe ich zwei Fernseher? Hier. Da hast du deine scheiß Glotze. Ich kann nur aufhören, Taylors Fernseher zu klauen. Ich hab den nicht geklaut. Ja. Hast du dir das wieder zu mir gestellt, oder was? Ja, den habe ich bei dir reingestellt. Da bist du gerade reingegangen, als ich rausgegangen bin. Ja. Wir haben uns knapp verpasst. Dankeschön. Bitteschön, ich bin wenigstens ehrlich. Ja, Kampfi. Er ist ehrlich. Was denn? Ich hab deinen Fernseher nicht. So, irgendwer ist noch nicht im Bett. Ja, Gary. Ja, Sekunde. Es ist gleich 1 Uhr. Ja. Mann, jetzt kriege ich morgen wieder nicht die volle Energie zurück. Stimmt. Hetz mich nicht. Overbite, Stufe 4. Yay. Gießkannen-Effektivität und Hacken-Effektivität. Wir haben einen Eisenzaun und ein Eimerglas. Yeah. Wow. Hurra. Oh, hier, vorletzter Tag. Ja. Oh nee, Pastinaken. Scheiße. Na gut, aber da finde ich viel Gießen. Juhu! Nein, ich will nicht mit dir handeln. Bett ernten! Obwohl Kampfi hat den Vorteil, er hat das eigene Feld da. Exakt. Ja, fast vor seiner. Genau. Vor seiner Nase. Ja. Ah, Mist. Ich habe immerhin 35. Ich 5 goldene habe ich. Alles gut. Ich habe 16 goldene. Gut. Ja, ich brauche noch 5 goldene zum Abgeben nur. Ich habe 2 goldene, 6 silberne und 21 normale.